Take Nummer 2. Kauft mir Merch. Sumaduro Merch for Life. Sumaduro. Hättest du gedacht, dass die Polizei dich mal hochnimmt wegen YouTube? Ja. Ja, schon. Dann haben wir noch. Idiot. Danke. Auf jeden Fall. Weiß ich selber, also. Ja. Wie findest du es, dass so etwas durch YouTube-Videos entschieden werden darf? Wie soll ich es finden? Ich finde es jetzt in meinem Fall scheiße, aber es ist halt einfach so. Zum Beispiel in. Oder bei anderen Fällen wäre es vielleicht. Oder ist es gut, wenn jemand halt echt viel Scheiße macht auf YouTube, dann sollte man das schon benutzen können. Es sind halt Videos. Es hat jetzt auch nichts generell mit YouTube zu tun. Auf YouTube sind Videos und Videos sind halt nur mal Beweise, kommt drauf an. Und ja, kann man nichts machen. Wirst du trotzdem A2 machen, wenn du es darfst und ich küsse dein Hashtag Ohrläppchen, Hashtag Freecard. Also wenn ich es darf, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass ich nach der Sache eigentlich nicht mehr so viel Bock habe, Motorrad zu fahren. Also mir fehlt die Motivation. Und ich denke auch, wenn ich dann wieder Motorrad fahren kann, dann bin ich wahrscheinlich der, wo am vorsichtigsten fährt. Gott, Alter. Samsung. Schwäbisch on point. Schwäbisch. Samsung, Apple oder HTC? Apple, oder? Apple, nee, also. Alle gut. iPhone ist halt, oder Apple ist halt überteuert, aber ich feiere HTC, ich feiere Samsung, zwar nicht so, aber trotzdem geile Marke, würde ich mir auch holen. Ja, alles. Was ist deine Motivation, um so im Ball zu bleiben, was YouTube und Instagram angeht? Motivation war immer ein bisschen schwer bei mir. Weiß nicht, ich bin ziemlich faul. Manchmal habe ich auch ein Video so gezwungenermaßen aufgenommen, dass ich ein Video habe, dass ihr ein Video habt von mir. Ja, aber sonst, ich gucke mir andere Videos an. Dann bekomme ich Bock aufs Fahren und mache Videos oder ja, so in der Art. Oder wenn Kumpels schreiben, jo, lass fahren. Dann bin ich oft dabei, dann kriege ich Bock. Wieso Urkundenfälschung und kein Kennzeichenmissbrauch? Kein Plan. Gute Frage, nächste Frage. Ist so. Würdest du in der Zeit Downhill fahren, wenn du eine Führerscheinsperre bekommst? Nee. Hörst du komplett auf mit Moto-Vlogs, was wir nicht hoffen, wenn du dein Motorrad nicht zurückbekommst? Also wenn ich eine Sperre bekomme, falls ich meine KTM wieder bekomme, dann wird die entweder verkauft, also die wird noch gefahren, aber halt nicht auf Straße, ist klar. Zum Beispiel beim Sandro, wer den auch kennt, müsste eigentlich jeder kennen, bei dem in der Kiesgrube, da ist ja legal, ist abgesperrt, das ist Privatgelände, da darf ich fahren. Oder mal irgendwo anders, geht man mit dem Hänger hin, nimmt man was auf, aber ich denke mal, dass dann nur noch Enduro-Vlogs kommen werden, aber ist auch geil. Ich will euch da nicht die billigsten Enduro-Vlogs liefern, ich will, dass ich, also ich lerne dann das Enduro fahren. Ich kann es ja nicht wirklich, aber ich meine, so um Spaß zu haben, reicht schon. Und ja, auf der Straße wird es ja natürlich schwer, außer es gibt eine abgesperrte Strecke oder so. Kommt drauf an, jetzt mal abwarten, dann ja, dann sehen wir weiter. Hast du ein kleiner? 20 Zentimeter. Definitiv. Oh. Grüße gehen raus an Flo Trial. Wie alt bist du? 12? Hä, du hast doch. Nee, 11. Ich werde 12. Welche, 2019. Welche Auspuff hat die EXC? Standard. Woher wusste die Polizei genau, wo du wohnst und wie ist es abgelaufen? Liebe Grüße vom Max DT. Woher
die das wussten, wo ich wohne, halt durch meine Videos. Und die kannten halt dann meinen Namen durch mein Kennzeichen oder den Namen von meinen Eltern und so. Und die kriegen das schon raus, also das ist nicht das Problem. Und wie es, ja, wie es abgelaufen ist, das sage ich noch nicht. Ich kann euch nicht zu viel erklären oder zu viel erzählen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Wie haben sich die Polizisten zu der Sache verhalten? Die haben halt schon auch gesagt, dass ich am Arsch bin wegen der Sache und dass es halt dumm war und dass es jetzt halt hart wird. Aber die waren nett, die waren wirklich nett. Also Grüße gehen raus, die werden das sehen, da bin ich mir sicher. Oder was heißt's? Also einer wird es auf jeden Fall sehen, den kennen auch viele. Ich sage jetzt nicht den Namen. Ich muss mal fragen, ob ich den Namen sagen darf, aber ich denke mal nicht. Puschle. Ja, nee, also ich komme mit denen gut aus. Das finde ich auch gut, weil dann kann man auch besser reden. Dann ist man nicht so angespannt, nicht so schüchtern. Man bekommt mehr raus. Und es ist immer besser, wenn man mit den Polizisten gut auskommt. Also das würde ich euch auch nur empfehlen. Macht keinen Stress. Für was? Bei mir, ich wusste, ich bin am Arsch. Ich wusste das ganz genau, was auf mich zukommt. Ich wusste, was los ist. Von dem her, was soll ich da groß angepisst auf die Bullen sein oder so? Ich bin selber schuld. Von dem her, wenn die jetzt direkt übertrieben hätten, ich weiß nicht, ich habe auch keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. So bin ich so der Typ. Hattest du schon mal eine Polizeikontrolle mit der EXC, wo du aber durchgekommen bist? Ja, beim Miet in Darmstadt. Und ja, es war aber keine richtige Kontrolle, also pff, nee. Warum fährst du die KTM, falls du sie wieder bekommst, nicht auf einer Supermoto-Strecke? Ja, im Winter. Wer von deinen Freunden könnte jetzt am Sack sein? Alle. Kannst du wie die Junge? Nee, na, nicht mehr. Also, naja, nicht wirklich. EXC ist eh scheiße, du Nichtskönner. Danke, Sandro. Wunsch. Such mal die. Sandro, weißt du, wer das ist? Ah. Der wohnt in. Musst du eine Geldstrafe bezahlen? Wenn ja, wie viel? Ich denke mal, ein bisschen kommt da schon, aber wenn dann nicht viel, weil ich verdiene ja nicht viel. Und es werden halt mehr Sozialstunden. Also man hat gesagt 200 bis 300. Ich hoffe es einfach nicht, weil wenn das so wäre, ich würde glaube echt sterben. Und ich denke Sozialstunden, ich. Was ist das überhaupt halt, um das Geld abzuzahlen, wenn man noch jung ist, wenn man keine andere Möglichkeit hat, aber wenn das irgendwie psychisch was bringen soll, dann, nee, sorry, dann ich gehe lieber bei mir dann im Geschäft arbeiten und mache da mein Geld oder woanders, aber sorry, ich hoffe einfach nur, dass es nicht so viel wird, weil es wird, glaube ich, echt viel kaputt machen, wenn ich dann 200 bis 300 Sozialstunden hätte. Ich muss Schule, also ich will meine Ausbildung gescheit machen, ich habe Vollzeitschule, ich muss lernen, ich muss ab und zu arbeiten, ich gehe ab und zu auch freiwillig arbeiten, mal wenn ich Geld brauche. Ja, ich hoffe einfach nur noch, dass es nicht so viel werden. Kommst du mal wieder mit nach Vorarlberg mit Durance? Weiß der Keks so? Grüße hier draußen, Durance. Vorarlberg, wo ich steh's. Stehst. Aber ja, B-I-G. wird schwer. Mit Führerschein ja, ohne nicht. Kommt drauf an, wo das ist. Ach, warte mal. Ah, Österreich. Ja. Ja. Mal gucken. Und wo 41 PS Kurbelwelle oder Hinterrad? Kann ich nicht sagen. Aber ich glaube Kurbelwelle, weil Hinterrad, das wäre ja dann schon extrem. Wie ist es so, wieder Bus zu fahren?
Scheiße. Eigentlich fahre ich jetzt nicht viel mehr Bus als damals. Halt zur Schule, aber das wäre ich auch so. Ich meine, ich kann dem Wetter nicht fahren, aber Busfahren ist scheiße und das wird auch immer scheiße bleiben. Aber ich denke dann im Sommer ohne Führerschein, ohne Auto, wenigstens einen Autoführerschein, das wird mein Leben retten. Dann wäre ich schon glücklich genug, weil dann habe ich schon genug Möglichkeiten, Sachen zu machen und so und ja. Man lernt daraus. Weißt du schon mehr, wie es weitergeht? Ne. Was ist die beste 125er? Die beste insgesamt Beta RR 125 LC. Die würde ich mir auch wiederholen, aber würde ich, aber geht ja nicht. Wenn sie verkauft wird, kannst du sie dann auch kaufen. Ich weiß nicht, wie das da abläuft, aber könnte sein, aber für was? Also wenn die... Nee, nee. Vielleicht, weiß nicht. Wie ging es dir in dieser Zeit? Nicht gut. Also schultechnisch gar nicht gut. Ich war öfters krank, weil ich nicht geschlafen habe. Ich konnte nicht lernen, ich konnte nicht aufpassen, ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich habe das Ganze noch nicht richtig realisiert. Ich habe da einfach viel zu viel drüber nachgedacht und denke halt immer noch so viel zu viel drüber nach, weil es wird immer mehr. Das häuft sich immer noch mehr. Dann kommen noch andere Sachen und dann noch so ein Scheiß. Also am liebsten wäre es, wenn das alles so schnell wie möglich oder dass ich die Strafe einfach so schnell wie möglich bekommen würde, dass ich schon mal weiß, was auf mich zukommt. Kann ich mich darauf vorbereiten und dann wird es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, aber die Warterei, klar, muss sein. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fall von der Polizei. Von dem her wird es eine Weile dauern und viele Gespräche, auch wegen Kumpels und so, gehört dazu. Mein Gott, es hat sich nicht viel verändert von damals bis jetzt. Also ist immer noch scheiße. Was wirst du in nächster Zeit für Videos machen? So Frage-Antwort-Videos, weil ihr wollt ja auch wissen, was los ist. Und ich habe gedacht, vielleicht so ein paar so Challenges, so zum Beispiel Jelly Bean Challenge. Die Jelly Beans da, die wo gut schmecken und die wo scheiße schmecken. Das hätte ich gedacht, dass ich das mit Kumpels mache. Das wäre vielleicht ganz chillig, habe ich jetzt noch nicht so oft auf YouTube gesehen. Klar, ihr wollt Motorradzeug sehen, aber es geht halt nicht. Ich hab noch meinen Führerschein, also der ist noch nicht weg. Aber ich habe kein Motorrad, es ist Winter. Was soll ich da groß fahren? Ja, so Richtung Real Life. Also ich will nicht komplett umsteigen, aber ein paar Videos muss ich ja noch bringen. Was hast du so circa pro Monat für die KTM bezahlt, also an Verschleißteilen? Und was hast du an Versicherungen im Jahr bezahlt? Versicherung, ja, so 250, 270, aber war halt auf meine Mutter angemeldet. Verschleißteile, ich musste nicht jeden Monat irgendwas wechseln, aber wenn ich oft fahre, dann zahle ich einen Monat schon so wegen Benzin und so und scheiß Öl. Also mindestens. Boah, jetzt muss ich rechnen. Mindestens 60 Euro, mindestens. Was hattest du für eine Übersetzung? Ritzel 40 Kettenrad, ne, andersrum, Ritzel 14 Kettenrad 40. Aber ich würde 14,42 empfehlen für Straße.